tausende Fotos in ein paar Minuten bearbeiten oder eher gesagt bearbeiten lassen? In deinem eigenen Stil? Klingt doch ziemlich gut, oder? Und genau dafür gibt es jetzt ein Tool, das nennt sich Imagen AI. Und ja, das Video wird unterstützt von Imagen AI. Ich sage trotzdem meine eigene Meinung, weil ich hier sowieso immer nur Sachen präsentiere, von denen ich selber auch überzeugt bin. Imagen AI ist eine KI-basierte Software, wo du deinen Lightroom-Katalog hochladen kannst. Dann werden diese Fotos für dich automatisch bearbeitet in deinem Stil, je nachdem, wie du dein KI-Profil trainiert hast. Und dann bekommst du den fertigen Lightroom-Katalog als Download zurück. Bedeutet keine fertigen JPEGs. Du hast auch im Nachhinein noch die volle Kontrolle und kannst jederzeit einzelne Anpassungen in einzelnen Fotos noch vornehmen. Das sind auch keine Presets, die da einfach angewendet werden, sondern da wird wirklich von Foto zu Foto geguckt, wie sind die Helligkeitsunterschiede, wie sind die Farbunterschiede und dann wird auf jedes Foto eine eigene Bearbeitung angewendet. Und am Ende sieht jedes Foto wie aus einem Guss aus. Und ich würde sagen, jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal in der Praxis an. Ich bin jetzt in Lightroom drin, habe hier mal einen Katalog geöffnet mit ganz vielen verschiedenen Hochzeiten, die ich gemacht habe. Und man sieht ja auch an den Ordnern, dass ich meistens um die 1000 Fotos pro Hochzeit mache. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber so im Durchschnitt bleiben so 500 Fotos ungefähr übrig, die ich am Ende dem Brautpaar zur Verfügung stelle. Und jetzt muss man sich nur mal überlegen, 500 Fotos bearbeiten. Ich sitze da teilweise wirklich richtig lange dran. Man kann immer so im Standard rechnen, dass man ungefähr die Zeit, die man zum Fotografieren auf einer Hochzeit verbringt, nochmal braucht, um die Bilder zu bearbeiten. Wenn man es dann richtig macht und nicht nur mit Presets arbeiten möchte. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, mit dieser KI von Imagen AI das Ganze wirklich in deinem eigenen Bearbeitungsstil bearbeiten zu lassen und das innerhalb von wenigen Minuten. Ich werde dir das gleich zeigen. Ich habe jetzt hier mal eine Hochzeit mir rausgesucht, habe jetzt hier mal ein paar Bilder mit einem Stern versehen. Das sind die, die ich bearbeiten möchte. Das sind jetzt hier an der Stelle nur 150, weil ich jetzt einfach mal eine schnelle Auswahl gemacht habe mit unterschiedlichen Bildern. Und du siehst jetzt hier auch, wenn ich jetzt hier mal auf den Filter gehe und wirklich nur die Ein-Sterne-Bilder anzeigen lasse, da habe ich probiert, einfach so eine kleine Auswahl zu treffen von Fotos von draußen, von der Trauung, von vorher weg, dann aber auch später dann drin hier von der Party, also so eine typische Hochzeit, wie sie halt abläuft. Und wir werden jetzt einfach mal gleich ausprobieren, wie Imagen AI mit diesen 150 Bildern umgehen wird. Jetzt kann ich mal auf Imagen AI gehen. So sieht die Startseite von dem Programm aus und man sieht jetzt hier auch unter KI-Profilen, dass ich ein KI-Profil bereits erstellt habe, nämlich Hochzeit Stefan. Dort habe ich die KI mit über 3000 bearbeiteten Hochzeitsfotos von mir gefüttert und die KI hat daraus jetzt ein eigenes Bearbeitungsprofil erstellt, womit sie meine zukünftigen Bilder bearbeiten kann und zwar so, dass sie immer in dem gleichen Stil sind, so wie ich die anderen Bilder auch bearbeitet habe. Aber man kann auch unter Profil Showcase gehen und hier gibt es vorgefertigte KI-Profile von anderen Künstlern, die man auch verwenden kann und womit man seine Bilder dann am Ende auch durch die KI bearbeiten lassen kann. Und ich werde jetzt hier einfach mal probieren, mir meine Bilder von Imagen AI bearbeiten zu lassen. Dafür gehe ich hier einmal auf Projekte und werde jetzt hier ein neues Projekt erstellen. Jetzt werde ich als erstes gefragt, welche Art von Fotos werden in diesem Projekt am häufigsten vorkommen? Das sind Hochzeitsbilder. Und jetzt muss ich einmal meinen Lightroom-Katalog schließen und genau diesen Lightroom-Katalog dann hier entsprechend hochladen. Dann wird mir auch direkt der Inhalt dieses Lightroom-Katalogs hier angezeigt. Und ich war jetzt hier bei dieser Hochzeit drin. Also diese Hochzeit, die möchte ich bearbeiten lassen. Und zwar nur hier in den Filtern, kann ich das noch einstellen, nur Bilder, die eine Ein-Stern-Bewertung haben. Das sind genau diese 150 Bilder, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Jetzt kann ich hier noch zusätzliche KI-Tools mit dazu nehmen, zum Beispiel einmal das Zuschneiden und das Ausrichten und aber auch glatte Haut. Und hier kann ich auch nochmal auf Anpassen gehen und könnte jetzt zum Beispiel hier noch sagen, wie doll soll die Haut geglättet werden. Also da kann ich jetzt hier die Menge einfach noch ein bisschen reduzieren, zum Beispiel, wenn ich das nicht ganz so doll machen möchte. Ich stelle das mal auf glatte Haut, also auf die Menge 50 hier. Jetzt kann ich dem ganzen Projekt hier erstmal einen Namen geben, das nenne ich jetzt einfach mal Test. Und dann kann ich hier darunter mir das KI-Profil auswählen, womit das Ganze bearbeitet werden soll. In dem Fall jetzt sage ich einfach mal Hochzeit Stefan. Und dann kann ich einfach einmal auf Hochladen klicken und dann braucht es einen kurzen Moment. Während wir jetzt auf den Upload und die Bearbeitung warten, will ich mal noch ein paar typische Zuschauerfragen beantworten. Das erste, was euch natürlich am meisten interessieren wird, wie viel kostet das Ganze?
Dazu gibt es eine schöne Preisübersicht auf der Webseite und zwar gibt es zwei unterschiedliche Modelle. Das eine ist ein Abo-Modell, das heißt, du kannst einen monatlichen Betrag bezahlen und hast dann auch entsprechend viele Fotos pro Monat oder im Jahr frei. Das andere ist ein Prepaid-Modell, das heißt, wenn du Imagen AI jetzt vielleicht nicht ganz so häufig verwendest, dann kannst du wirklich von Projekt zu Projekt immer wieder neu das Ganze aufladen und hast dann entsprechend auch deine Bilder frei, die du halt bezahlt hast. Und da geht es los bei 5 Cent pro Bild. Wenn man jetzt, wie gesagt, noch zum Beispiel das Zuschneiden und das Ausrichten oder vielleicht auch noch eine Maske mit dabei haben möchte, dann kostet das nochmal jeweils 1 Cent mehr. Ich habe jetzt 3 von diesen 4 Möglichkeiten ausgewählt. Das heißt, ich würde jetzt 8 Cent pro Bild bezahlen. Bei 500 Bildern sind das 40 Euro. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, 500 Bilder in ein paar Minuten bearbeitet für 40 Euro, das Ganze könnte man jetzt theoretisch auch noch als Profi-Hochzeitsfotograf in seiner Kalkulation einfach mit aufschlagen und man muss dann nicht mehr 7 bis 8 Stunden Bilder bearbeiten, sondern vielleicht nur noch eine halbe Stunde, dann muss ich doch wirklich sagen, da lohnen sich die 40 Euro richtig. Als nächstes, und das habe ich unter anderen Videos zu Imagen AI auch schon gesehen, diese Frage, und das habe ich mir natürlich auch selber mich gefragt. Wir reden jetzt hier wieder von KI, wir reden davon, dass wir Fotos in eine Cloud hochladen müssen. Ist das Ganze überhaupt DSGVO-konform? Das sind berechtigte Fragen. Und tatsächlich antwortet Imagen AI auf ihrer Webseite, zwar in Englisch, aber trotzdem für jedermann verständlich. Und zwar sagen sie, dass die Fotos auf Servern von Amazon Web Services gespeichert werden und sie werden da auch nur gespeichert und nur dafür verwendet, um dein eigenes KI-Profil zu trainieren und deine Fotos zu bearbeiten. Das heißt, sie werden nicht für irgendwas anderes noch verwendet und das Ganze soll auch noch komplett DSGVO-konform sein. Da habt ihr jetzt auf jeden Fall die Antwort da drauf und wenn euch das Ganze zusagt, dann könnt ihr, wie gesagt, Imagen AI jederzeit verwenden. Nun sind die Fotos fertig bearbeitet und wir sind im 4. Schritt, nämlich prüfen. Das heißt, wir können das Ganze hier einmal zum Prüfen herunterladen und dann können wir hier auch den Lightroom-Katalog, den wir vorher schon hatten, wieder auswählen. Also Hochzeiten, Lightroom-Katalog, das ist hier genau der Katalog, den ich auch vorher benutzt habe. Dann sage ich jetzt hier einfach Bearbeitung herunterladen. Und dann sind diese 150 Fotos heruntergeladen und wir können den Lightroom-Katalog wieder öffnen. Und jetzt können wir hier einfach mal durch die bearbeiteten Bilder durchscrollen. Und ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Ein schöner, konsistenter Stil auf jeden Fall. Das ist auch so der Stil, wirklich, mit dem ich immer bearbeite. Also ich bearbeite immer relativ hell die Bilder. Ich mag das, wenn da sehr viel helle Bildwerte vorhanden sind in solchen Hochzeitsbildern. Und genau das haben wir jetzt hier auch dann damit erreicht. Also das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut gelungen, wie ich finde. Wir können jetzt einfach mal gucken hier, wenn ich jetzt mal ein Bild aufmache, das ist jetzt einfach mal eine Bearbeitung, gehen wir mal ins Entwickeln-Modul rein und dann sehen wir jetzt auch, so sah das Bild vorher aus, so sieht es jetzt nach der Bearbeitung aus. Gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Jetzt können wir auch mal gucken, was jetzt hier gemacht wurde, in den Grundeinstellungen zum Beispiel. Also dann sieht man jetzt hier schon an den Werten von der Belichtung zum Beispiel, plus 0,13, Kontrast 35, Lichter minus 100, okay, das ist sehr stark, Tiefen plus 90 und Weiß- und Schwarzwert hier mit minus 10 und minus 10 jeweils. Aber wenn man jetzt auf die nächsten Bilder klickt, dann sieht man jetzt zum Beispiel, hier wurde die Belichtung in die andere Richtung angepasst. Hier sind die Lichter auch auf minus 100, aber zum Beispiel die Tiefen auf plus 91 diesmal. Und diese Werte sind dann halt schon immer unterschiedlich, je nachdem, wie man halt das Bild fotografiert hat, wie es von der Belichtung und so weiter war, so dass es am Ende wirklich konsistent ist. Jetzt bin ich mal ein bisschen weiter nach hinten gescrollt hier und dann können wir uns ja zum Beispiel hier auch mal dieses Bild anschauen, denn ich möchte dir ja natürlich auch noch zeigen, die KI-Tools, die hier noch mit dabei waren, die Masken-Tools, denn wir haben ja gesagt, wir wollen die Haut jeweils so ein bisschen weich zeichnen. Und wenn wir jetzt hier auf die Masken gehen, dann sieht man auch, Imagen AI hat hier eine entsprechende Smooth Skin Maske angelegt. Und das natürlich auch auf jedem Foto angewandt, wo wir irgendwo Haut sehen. Wenn wir jetzt hier mal noch ein bisschen weiter durchscrollen, dann sehen wir jetzt hier auch noch weitere Bilder aus dieser Reihe. Und die sind halt alle wirklich in einem sehr schönen gleichen Stil bearbeitet und ich persönlich musste jetzt gar nicht viel machen. Ich habe einmal die KI trainieren lassen mit meinem Bearbeitungsstil und jetzt werden diese Bilder entsprechend immer wieder dann so genau bearbeitet. Es wurde jedes Bild entsprechend noch etwas zugeschnitten. Es wurde begradigt, dass hier die Linien, die vertikalen Linien auch schön gerade sind. Da können wir mal durch die einzelnen Bilder hier auch nochmal durchgehen. Auch dieses Bild wurde hier beschnitten. Sieht man auch wieder sehr schön. Wurde ein bisschen reingekroppt. Perfekt.
das gefällt mir richtig gut. Schauen wir mal hier in das Bild rein, ob hier irgendwas gemacht wurde. Ja, auch hier wurde das Ganze etwas begradigt. Man sieht irgendwie, ich hatte so einen leichten Hang dazu, die Kamera so ein bisschen nach rechts zu kippen. Hier zum Beispiel wurde einfach insgesamt ein bisschen weiter hereingezoomt, weil ich den Bräutigam fast ein bisschen zu doll angeschnitten habe. Hier auf der linken Seite war ziemlich viel Platz. Das kann man sogar noch ein bisschen weiter zusammenkroppen, wie ich finde. Und dann sieht das Ganze vom Bildaufbau einfach auch wieder ein bisschen besser aus. Und natürlich können wir jetzt hier auch nochmal weiter nach unten scrollen. Hier haben wir ja noch ein paar Bilder dann von späterer Stunde, wo wir dann drin waren, wo es dann zum Beispiel Richtung Hochzeitstanz und so weiter ging. Auch hier sieht man jetzt wieder sehr schön, wurden die Bilder richtig schön bearbeitet. Die KI erkennt natürlich auch, ob Bilder draußen oder drin entstanden sind. Und je nachdem wird der Bearbeitungsstil dann auch entsprechend ein bisschen angepasst. Ich habe also einen anderen Bearbeitungsstil für drin als für draußen. Das wird alles in diesem Profil mit hinterlegt und entsprechend sehen diese Bilder dann für drin auch richtig gut aus. Man sieht auch hier wieder, das ist halt nicht einfach irgendein Preset, was auf alles draufgelegt wird und es passt nur auf 10 von 500 Bildern, sondern es passt wirklich bei allen Bildern richtig gut. Hier zum Beispiel könnte man sich jetzt überlegen, ob man das Ganze noch ein kleines bisschen aufhält. Ist fast ein bisschen dunkel geworden, aber das ist jetzt auch wieder persönlicher Geschmack. Auf jeden Fall sieht das Ganze alles sehr, sehr konsistent aus. Das ist also überall der gleiche Stil wirklich und das ist ja das, worauf es am Ende ankommt. So, ich habe jetzt mal meine ersten 150 Bilder fertig bearbeitet. Wie gesagt, ich selber habe da echt nicht viel dran gemacht, sondern ich habe machen lassen, habe mir in der Zeit vielleicht noch einen Kaffee geholt. Also das Ganze gefällt mir schon echt gut und ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht, wie gut das auch funktioniert. Auch die unterschiedlichen Szenarien, die in diesen Fotos dargestellt werden. Einmal innen, einmal draußen, dann zu späterer Stunde, zu früherer Stunde. All das wird von der KI mitbedacht, miterkannt und der Bildbearbeitungsstil bleibt trotzdem sehr harmonisch dabei. Also das gefällt mir richtig gut. Ich werde es in Zukunft auf jeden Fall häufiger einsetzen, gerade für meine Hochzeiten, die ich fotografiere oder wenn du auf Events unterwegs bist. Immer dann, wenn du sehr viele Fotos produzierst, sehr viele Fotos bearbeiten musst, dann ist Imagen AI auf jeden Fall ein Tool, was ich absolut empfehlen kann. Und wie gesagt, wenn man es mal runterrechnet und das Ganze ja businessmäßig sieht, dann ist der Preis doch relativ gering. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine klare Empfehlung, wenn du professioneller Hochzeitsfotograf, Eventfotograf, Konzertfotograf, was auch immer, immer dann, wenn du viele Bilder produzierst und das Ganze mit Geld verdienen verbunden ist, dann lohnt sich Imagen AI auf jeden Fall für dich. Ich habe dir dazu alle Links unten in die Videobeschreibung gepackt, da kannst du natürlich dann auch draufklicken, Imagen AI kostenlos ausprobieren. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat, da kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und wir sehen uns dann hoffentlich natürlich auch im nächsten Video wieder. Falls du noch nicht getan hast, den Kanal abonnieren, dann verpasst du nämlich das nächste Video auch nicht. Viel Spaß jetzt beim Bilder fotografieren und beim weniger Bilder bearbeiten. Ciao.